wir haben heute eine wundervolle, zauberhafte Begegnung. Der Weg entsteht im Gehen, sagt der Weltenwanderung. Wir haben nichts geplant, gehen da aufs Schloss Höchaufer und begegnen einem Waldkindergarten. Ich war tief berührt, weil man das immer gewünscht hätte, dass das früher auch so war in unserer Zeit. Und ich habe es gerade gesungen und sind da auch willkommen gewesen. Ich habe auch die Kinder gefragt, sollen die kommen, der Weltenwanderer? Und gesagt, ja! Und wir haben eine ganz große Freude und ihr seid so lieb. Und wir dürfen ein kleines Interview machen. Was ist denn, Lea? Und wir kennen uns ja auch schon länger. Ja. Und auch die Transformation auch mit Philipp, mit deinem Partner. Es ist zauberhaft wunderschön. Was ist denn ein Waldkindergarten? Ein Waldkindergarten ist im Grunde ein Kindergarten, wo die Kinder eine ganze Zeit draußen verbringen dürfen. Wir dann draußen jausen, wir dann draußen spielen, wir nützen jedes Wetter. Jetzt sind gerade die Kinder unten bei der Schleuse, sagen sie. Da ist ein kleiner Bach und da dann sind wir umleiten und aufstauen und alle möglichen Projekte haben sie. Genau, wir nützen einfach, was es gibt in der Natur. Und Alena, du streust ja das auch aus. Das ist dein Element, dein Leben. Du hast gesagt, ich möchte, dass wir viel mehr werden. Wir fördern diese Dinge. Ja, was ist das, dass du sagst, was ist das Zauberhafte an einem Waldkindergarten? Ja, für mich ist der Waldkindergarten einfach so etwas Besonderes, eben weil die Kinder einfach im Wald so kreativ sind. Sie haben so jetzt kein richtiges Spielzeug. Bei einer darf einfach verstecken oder der Gatsch oder alles, was sie im Wald finden, alles sein. Ob es jetzt eine Flasche ist oder irgendein Schwert oder sonst irgendwas. Die Kinder sind voll kreativ. Und ja, es ist einfach schön, wenn man die Kinder in der Natur aufwachsen sieht, wie viel Spaß das haben bei jedem Wetter. Nicht nur Sonnenschein, sondern auch beim Regen haben sie einen Spaß. Und das ist einfach voll schön, einfach zum Beobachten. Und ja, das gefällt mir einfach selber so gut, weil ich selber so gern draußen bin. Und ihr seid immer draußen, gell? Genau. Das ganze Jahr. Ja. Genau, im Winter nützen wir im Schnee, im Regen, die Locken. Und die Sonne ist sowieso schön für alle. Und wie geht es da den Eltern am Anfang? Also im Winter, ich denke mal, ist auch ganz anders gut. Da bist du eher in Räumen, ist warm und ihr seid da draußen. Ja, wie kommuniziert sie das? Im Winter sind wir schon bei der Jause drinnen. Es ist wichtig, dass wir dann einmal eine kurze Zeit aufwärmen gingen oder auch die Kleidung wieder trocknen, weil es dann oft nass wird. Aber sonst, für die Eltern ist es sozusagen meistens spannend. Der Zwiebellook gehört ja alle trainiert. Genau. Das Anziehen und Ausziehen und genug Geschichten, aber nicht zu viel. Ja, das Anziehen ist für die Eltern meistens spannend. Und dass die Kinder gut geht, sehen sie meistens zu Mittag, wenn sie fröhlich heimkommen. Ja. Gregor, du bist Weltenwanderer. Ich bin jetzt ein bisschen der Moderator geworden. Wir haben das überhaupt nicht abgesprochen. Du lebst das. Du bist einen besonderen Weg gegangen 2003. Bist immer in der Natur, du schlafst viel im Freien, hast einen intensiven Naturbezug. Was ist für dich der Waldkindergarten? Das ist im Prinzip so ähnlich wie das Wandern. Also auch mit draußen sein und in der Natur sein. Und ja, wir haben das auf unserer Wanderung erlebt, dass manchmal uns Menschen am Wegesrand gesagt hat, wenn es gefängt hat, heute ist aber ein schlechtes Wetter. Und wir haben gesagt, warum ist das Sonnenschein schön und der Regen schlecht, ist ja überhaupt nicht so, weil ohne den Regen wird man nicht in so einem wunderschönen Land leben. Und das bereits in der Kindheit zu lernen, und ist doch fantastisch. Ja, ja, das stimmt, ja. Was ich noch interessant finden würde, jetzt, wenn die Kinder so diesen Naturbezug haben, ihre Potenziale entfalten können, interagieren, ist da dann auch im Verhalten daheim was anders, dass die weniger, ich sage mal, künstliches Spielzeug haben oder so, oder passiert da was anderes mit den Kindern in der Entfaltung, in der Entwicklung? Was ich voll viel höre, ist, dass sie voll fantasievoll sind und dass nachher daheim sie auch voll freuen. Mama, schau, vom Balkon wächst ein Eiszapfen runter oder so, dass sie halt so einen Blick für das einfach kriegen. Ja, und sie sind so begeistert für die kleinen Dinge auch, wenn da irgendwas krabbelt oder irgendwo was auswächst. Sie haben halt so ein genaues Auge, oder wenn wir rumspazieren vom Wald, wenn es dann so ein kleines, was nennt man das, Der Ahorn, wenn es dann ausspitzt und sie irgendwann sagen, Annalena, schau, das ist ein Ahorn. Und ich so, ja, voll cool, weil, ja, das fällt auch noch alles so auf und das ist echt richtig schön. Ja. Gregor hat ja das, oder der Martin, glaube ich, hat das gehört, wir sind im größten Seminarraum der Welt unterwegs und die Natur, die macht einfach Zauberhaftes mit uns und wir sind immer mehr ein Häusern im Grunde, wir sehen das auch. Und das wäre für uns so ein Indikator, wenn die Leute wieder draußen sind, wenn was in Bewegung kommt. Und wenn man eben, und ich habe auch bei den Kindern gesehen, sind ja tolle Beobachter. Die sagt mir eine, du hast das jetzt gesehen und ich war vorbeigegangen, weißt du? Ja. Und das ist zauberhaft.
Was war noch die Botschaft an Eltern, die da noch keinen Bezug haben? Was würdet ihr gern teilen? Was würdet ihr gern vermitteln? Also, wenn man keinen Bezug hat. Wir machen gerade ein bisschen ein Video, Nora. Ich darf es gleich mit deiner. Okay? Passt, ich mit einem was aufnehmen. Und dann bin ich sofort bei euch. Okay? Das gleich. Was? Ganz kurz sagt er dabei einen Platz. Bitte. Ganz kurz. Schau, zauberhaft. Schön. Was möchte man die Eltern mitgeben, die was das noch nicht kennen? Also für mich habe meine eigenen Kinder, einer ist jetzt schon in der Schule und einer ist noch da bei uns in der Waldfrucht und ich finde es einfach voll wertvoll und voll schön. Sie haben den ganzen Platz und die ganze, sie sehen einfach so viel von der Natur, das was sonst gar nicht auch hatten. Weil wenn man, weiß nicht, kurz in den Garten rausgeht, oder, dann ist das ganz was anderes, weil wenn man seinen Tag in der Natur und im Wald verbringt, man sieht viel mehr. Man hat mehr Platz, man hat mehr Ruhe für sich wahrscheinlich, weil man einfach Eco, was in einem Raum vielleicht nicht so möglich ist. Das Tun ist es. Du tust, Gregor, magst du abschließend noch was sagen? Mit deiner wirklich so vielen Erfahrungen, du bist zwar bescheidener, zurückhaltender, du bist besondere Wege gegangen. Hast du eine abschließende Botschaft? Ja, es ist einfach schön, wenn das so in der, als kleines Kind anfängt, dass man die Verbundenheit zur Natur lernt. Also das habe ich angefangen. Ich bin auch viel Zeit in der Natur verbracht als kleiner Junge. Und das war so die Basis für meine große Wanderung und für das Draußensein und für die Verbundenheit mit der Erde, die so wichtig ist. Schön, schön. Ich habe da noch einen Zapfen von einem Mammutbaum, ich habe nicht gehängt vorne, ein riesiger, schöner Baum, ja. Zapfen von einem Mammutbaum. Mia, Annalena, vielen, vielen Dank. Gregor, auch dir herzlichen Dank für die Wanderung, die einfach tief berührend und überhaupt nicht beschreibbar ist. Danke euch. Danke euch und alles Gute. Danke, danke schön, dass du warst. Ja, vor der Zeit.